Sie haben gerade Ihre Eltern angesprochen. Beschreiben Sie doch mal Ihre Familie. Wie waren Ihre Eltern? Hatten Sie Geschwister? Ich hatte eine Schwester, eine 3 Jahre ältere Schwester. Wir mochten uns, wir kamen gut miteinander aus. Und ich hatte natürlich eine Mutter und einen Vater, die beide Musiker waren. Sie spielten in einem Streichquartett und hatten sehr oft zu tun, so dass sie auch meistens, würde ich sagen, abends nicht zu Hause waren. Und es gab dann auch noch eine Tante Fanny, die uns dann betreute. Und die Eltern waren liebevolle Eltern, die aber doch vorrangig mit ihrem Beruf sehr beschäftigt waren und sehr viel zu tun hatten. Waren schon alte Eltern. Meine Mutter war 40 Jahre, als sie mich bekam. Mein Vater war 48, als er mich erzeugte. Und das sind ja schon alte Eltern dann. Zumal in jener Zeit. Zumal in jener Zeit, ja. Sie wohnten nicht zusammen. Sie hatten separate Wohnungen, weil sie auch unterrichteten und weil sie sich nicht gegenseitig stören wollten. Musik wird störend empfunden, derweil es mit Geräusch verbunden. Das ist also in einer Musikerehe ganz besonders der Fall. Aber dieses getrennt Wohnen eines Ehepaars war damals schon eine moderne Haltung, würde ich sagen. Und es funktionierte sehr gut. Mein Vater wohnte mit seiner Mutter noch zusammen, meine Mutter mit ihrer Mutter. Und sehen konnte man sich ja wahrscheinlich zu jeder Zeit, wann man es für richtig hielt und wollte.